werde einfach eiskalt meinen Bautop die ganze Zeit nachholen. Weil ich zu faul bin, einen neuen auszubilden. Ich weiß echt nicht, was der Grieche vorhat. Steht da mit 3 seiner Truppen. Ja, und dann solltest du aufpassen, sag ich mal. Ja, ich frag ihn jetzt mal. Der ist mir freundlich gegenüber. Mit euch zu reden ist immer ein Vergnügen. Das heißt aber nicht, die können dich trotzdem in der nächsten Runde angreifen, wenn es ihnen passt. Also, Das ist mir durchaus bewusst. Ich schau jetzt mal, wo er ist. Oh, der ist wirklich nahe. Der kann schnell kommen. Wobei soll er kommen? Ich bin gerüstet. Meine Bogenschützen werden ihn mit Freuden empfangen. Alhambra in einem fernen Land gebaut. Kommt mir bekannt vor. Ja, ich weiß aber nicht. Dieses Mal. Produktion wählen. Was wählen wir denn? Das wird natürlich alles jetzt in Zukunft interessant werden. Ich sehe gerade, dass mir so ein Spast vom Barbar in mein Land eingedrungen ist. Und ich habe das irgendwie nicht realisiert. Aber jetzt hat er ein Problem, weil jetzt habe ich einen Typen ausgebildet und jetzt, ja. Ich sehe gerade, dass ich schon wieder irgendwie Unzufriedenheit habe. Schlucht. Aber das ist blöd, ich wollte Alhambra bauen, das war jetzt irgendwie nicht nett. Ich weiß nicht, was da gerade los war, das war jetzt irgendwie merkwürdig. Meine Stadt Agaidica hatte 148 Runden bis zum nächsten Bürger. Mhm. Jetzt habe ich sie auf Nahrungsfokus gelegt, jetzt ist sie bei 7. Ja, das kann gut möglich sein, aber durch Unzufriedenheit passiert das. Eiskalt Alhambra gebaut. Naja, es hat mir einen ganz schön guten Boost gegeben für Militär. Deswegen bin ich nicht begeistert, dass er es gebaut hat. Boah, wenn er mir das jetzt auch noch wegbaut, weine ich. Wenn mir jemand das wegbaut. Was baust du? Na, ich will es gar nicht wissen, sonst bin ich nur der Böse, wenn ich dir aus der Nee, kannst du gar nicht bauen. Okay. Wieso? Also du hast Sozialpolitik-Frömmigkeit. Nein, dann kannst du es bauen. Das habe ich nicht. Außerdem hätte ich noch 3 Runden für die große Moschee von Chen. Na, ja, dann wirst du das fertig bauen. Wie eiskalt der Barbar auf meiner Zitadelle steht. Aber jetzt ist es böse, dann kannst du ihn kaum noch besiegen. Ich bin jetzt sowieso gerade bei dem anderen, bei einem Barbarenlager, da ist einfach mal ein Bogenschütze, ein Reiter, die Bestie und da ist noch ein Bestie. Also ich wurde von einem Typen angegriffen, was mich mir ziemlich genervt hat. Von einem Reiter, aber den habe ich besiegt. Ich will eigentlich nur da rein, weil zum Glück ist bald der Kompositbogenschütze fertig. Und da ist ein Markt bald fertig und da wird ein Markt bald fertig. Ah. Märkte. Der Märkte-Orgasmus. Na, hoffentlich kriegst du doch wenigstens Gold.
Ich hoffe es doch. Ansonsten lohnt es sich ja gar nicht. So, und jetzt stirb erstmal. Alexander hat euch den Krieg erklärt. Oh, jetzt hast du ein Problem. Oh Mann. Oh Gott, das war irgendwie klar. Dieses Spiel ist nicht dein Spiel. Vor allem, weil du bist jetzt total im Nachteil irgendwie gegen mich auch. Ja, mein Kompositbogenschütze braucht noch ein paar Runden. Mein Agaidika kommt nicht klar gegen einen Hopliten und einen Schwerkämpfer. Bitte. Das ist leider wirklich wahr, dass das nicht mein Spiel ist. Nein, aber das wird später alles, wenn du OP bist, dann... Ja, dann später. Soll erstmal kommen. Oh! Scheiße! Was? Jetzt stehen da auf einmal drei Hopliten und zwei Schwertkämpfer. Und schon ist die ganze Sache geändert und ich stehe da wie ein großer Volltrottel. Ja, yep, das ist blöd. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein Militär. Ja. Ich bin dabei. Ich kann leider wirklich nur mit Kriegern dagegen setzen. Ja, aber solange du sie dann aufhalten kannst für eine Weile, bis du besseres Militär ausgebaut hast, ist das schon in Ordnung. Ich bin jetzt gerade dabei, Maschinen zu bauen, damit ihr auf den Armbrustschützen gehen kann, weil der Armbrustschütze Armbrustschützen sind sehr effektiv. Bis dato muss ich einfach durchhalten. Und jetzt muss ich wirklich auf. Ich muss echt auf. Jetzt muss ich voll auf Krieg setzen. Oh, das wirft mich so stark zurück. Ach, scheiße. Wieso greift der jetzt auf einmal an? Ich habe mir gerade vom Korea mit meinem großen General eine Eisenressource abgeluchst. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist voll cool. In der nächsten Runde ist wenigstens dann wieder meine Hauptstadt einsatzbereit, weil dann die große Moschee gebaut worden ist. Mhm. Nice. Große Moschee von Chance. Ach fuck, jetzt steht da wieder ein Hoplit. Und ich gehe voll drauf mit meinem Kompositbogenschützen. Aber ein Hoplit wird deinen Kompositbogenschützen nicht sofort töten. Obwohl ein Hoplit kann sein. Hoplit kann sogar sein, aber normal schwer. Und in Wirklichkeit kommt von der anderen Seite der Barbar und vernichtet mir einfach alle meine Gebäude, die ich schon gebaut habe. Oh. Jetzt hat er mir gerade nur einen Bautrupp gestohlen. Oh, was kommt der denn? Ich glaube, das Spiel ist relativ schnell beendet. Nein, du wirst es schaffen. Aber wie? Da bin ich mir ziemlich sicher und wenn es sein muss, helfe ich dir beim Verteidigen. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Boah, ich kann echt nicht nichts bauen, weil... Na, warte, okay. Ich such dich jetzt mal hier. Ich bilde eine Einheit aus und dann suche ich dich. Was machst du, verdammt? Na, also meine Einheit ist auf dem Weg zu dir. Ich zumindest versuche ich auf dem Weg zu dir zu sein. Und ja, meine Schwertkämpfer sind gerade in Ausbildung. Gut, ich schicke eine Legion. Wie sich das anhört, ich schicke eine Legion. Der Alexander 233 Punkte und die hat er anscheinend nur ins Militär gesteckt. Ein Schwerkämpfer, zwei Schwerkämpfer, drei Schwerkämpfer, ein Hupli, zwei Hupli, drei Hupli. Der ist der Beste im Militär. Der Beste im Militär ist Assyrien, den ich gefunden habe. Ja, das ist mir durchaus bewusst und er ist auch der zweitschlechteste von den Punkten her. Das heißt, er hat anscheinend nichts anderes wie Athen. Aber ich bin halt einfach mal gar nicht auf Militär gegangen.
Und mit dem, was der da hat, wenn er jetzt kein NPC wäre, sondern ein richtiger, der würde mich jetzt bitterböse untergehen lassen. Na, aber wie gesagt, du wirst es schaffen, ohne zu sterben. Kommt der Papa von hinten und greift seine Schwerkämpfer an. Das ist doch nice. Schaffen ja, weil der echt schlecht ist, aber ansonsten sieht's zart und duster aus. In der nächsten Runde wird mein Schwerkämpfer fertig, der ist jetzt erstmal damit beschäftigt, dass er den Barbaren verdrängt von meinem Feld, der schon fast bei meiner Hauptstadt ist. Damit ich dann mit meinem Bautrupps da wieder ein bisschen entgegenreparieren kann. Ansonsten. Oh, ich habe minus 4 Zufriedenheit. Also ich habe Unzufriedenheit, 4 Unzufriedenheit. Das ist echt nicht schön. So, wie ich das gerade sehe. Ich habe 0 momentan, genau 0. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ich habe es gar nicht gecheckt. Das gibt natürlich einen ordentlichen Malus. Den Malus, wenn ich jetzt haben würde, der würde mir im Kampf helfen. Aber das ist nächste Runde wieder weg. Naja. Also bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich hoffe, dass es noch passt. Was war das? Oh Mann. Alexander, komm. Scheiß Alexander. Was hast du jetzt gebaut? Die Notre Dame. Natürlich noch schamlos ausnutzen, dass ich gerade nicht kann, oder? Ja, was soll ich denn machen? Ich brauche Zufriedenheit. Tut mir leid. Und ich werde dir auch helfen, so gut ich kann. Allerdings darf ich nicht meine Wirtschaft vernachlässigen, weil das kommt nicht später nachher dann teuer zu stehen, irgendwie so. Ach, du verstehst? Ist beendet. Dich kommt es teuer zu stehen. Ja, wenn ich hier. Notre Dame, welches Wunder kann ich denn noch bauen? Verbotene Stadt ist weg. Du könntest, richtig. Offizieren, Taj Mahal. Ja, Offizien, da brauche ich dann wieder eine Sozialpolitik, da musste ich dann Ästhetik wieder. Dann habe ich 5 angebrochene. Ja, die habe ich auch. Ich habe auch so viele angebrochene Dinger. Ich habe 4 angebrochene Sozialpolitiken. So, ich baue jetzt einfach Schwerkämpfe ohne Ende. Dann haue ich dem dagegen. Dann kann er mich mal lecken. Also den Krieg gewinne ich jetzt noch alleine, dann ihr habt dann Kompositbogenschützen und da steht noch ein Kompositbogenschütze und ein Kompositbogenschütze wird in der nächsten Runde dann. Ja, trotzdem ist die Legion auf dem Weg, also. Aber ist die Legion stärker wie der Hoplit? Ja. Er ist um 2% schwächer, weil in seinem Reich Unzufriedenheit herrscht von einem Punkt. Ach verdammt, jetzt habe ich den Leuten nicht gezeigt. Gusse Moschee von Chen. Das fällt dir jetzt auf, weil das wichtig ist. Das ist überlebenswichtig. Achso, nächste Runde. Immerhin kann ich jetzt. Du kannst jetzt? Immerhin habe ich jetzt dann die finanziellen Mittel, dass ich dann langsam aber sicher
das Militär, das ich jetzt habe, auf Stand habe. Jetzt kommt der Babylonier von unten mit einem Krieger. Also mit einem Krieger, glaube ich, machst du dir noch keine Gedanken. Nee, aber wenn der jetzt auch noch angreift, dann fühle ich mich von allen guten Geistern verlassen. Echt. Dann weine ich. Dann glaube ich dir. Boah, kommt von der einen Seite der Papa und macht mir einfach alles platt und von der anderen Seite kommt der Babylonier und von der Seite kommt der Grieche. Ich dreh durch. Was ist denn jetzt los? Das ist ein Problem, würde ich sagen. So viel zum Thema gute Ausgangslage. Fuck. Ja, das wird interessant werden. Bei mir kommt gerade ein Mitbewohner. Kann man das auch bezeichnen. Du musst jetzt sowieso kurz speichern, da ich jetzt die Rohdateien kurz zwischenspeichern muss und dann extern auf die zweite Festplatte speichern muss, denn sonst ist die Festplatte gleich voll. Gut. Dann verabschieden wir uns mal kurz für diese Aufnahmesession. Wir sind in 5 Minuten wieder da. Genau, ich. Ja, okay. Für uns sind es 5 Minuten, für die sind es mehr. Gut, speichern und fertig. Gut, dann ciao. Ja, bis gleich.